Hallihallo. Hallihallo. Und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal. Heute geht's mal wieder um ein Pity und Steam Video. Genau, ich bin wieder dabei. Hallo, an den Thumbnail erkennt ihr, ob ich dabei bin. Genau, an diesem Logo, wir schieben's mal nach rechts und wir schieben's nach links. Ich finde hier rechts ist gut. Nein, wir schieben's nach links. Hier bleibt's hier. Pity, lass es hier. Warte, ich schieb's ein bisschen. Pity. So, jedenfalls hier bleibt das Logo kurz. Das Logo ist in den Thumbnails immer erkennbar für das ist ein Pity und Steam Video. Genau, mit mir. Mit Pity. Ich würde sagen, dann fangen wir richtig an. Ja. Genau. Vorher, das machen wir ganz schnell, Pity bekommt für den Drehtag natürlich seine 2 Euro. Zack, ha. Yay, ich bin reich. Aber Pity hat sich auch ein Lego-Set ausgesucht, nämlich ein Lego-Duplo-Set. Und das ist ein kleiner Family-Camper. Und weil ich ja auch ein paar Camper habe, habe ich die dazu neben gestellt. Guckt, das sind meine Camper, das ist Pittys. Meiner ist größer. Auf dem Bild, ja. Jedenfalls, das Set kostet 19,34 Euro und im Lego-Katalog ist es drin für 29,99 Euro. Also ich habe es bei Amazon gekauft für Pity. Ich müsste da übrigens noch Geld rausholen. Nee, das ist mein Geld. Ja, aber du hast dir das Set doch ausgesucht. Ich hatte Geburtstag. Wann? Weiß ich nicht. Okay. Darüber reden wir noch. Jedenfalls, dieses Set ist tatsächlich relativ lustig, finde ich. Es ist ein kleines Set dabei. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Und das sind meine Camper. Guck mal, meine Camper. Oh. Lego Duplo gibt es tatsächlich auch in den Lego Movie Filmen, deswegen fand ich es auch besonders lustig. Ich habe tatsächlich in meiner ganzen Sammlung einen Stein. Und für alle Leute, die es nicht wissen, die Lego Duplo Steine sind kompatibel mit den normalen Steinen. Wenn ihr zum Beispiel so einen großen Brick habt, ich nenne den jetzt so, könnt ihr den da draufsetzen und dann könnt ihr quasi andere Steine draufsetzen. Ihr könnt auch runterbauen, wartet, das machen wir auch mal. Also sie sind komplett kompatibel mit Lego, wer es nicht wissen sollte. Whoops. Wenn man zum Beispiel eine große Figur baut oder einen Roboter, kann man quasi sich einmal, ich brauche mal meine linke Hand. Okay. Dann kann man sich quasi einmal so eine große Halterung draus basteln. Ich finde, das ist tatsächlich, um richtig Stabilität in sein Modell reinzubekommen, ist das richtig gut. Guck mal, ich habe sogar noch so eine, ich glaube Fabuland heißt das. Oh, Fabuland. Dies, ja, guck mal, Fabuland. Oh, ein Häschen. Ein Häschen. Häschen geht weg. Häschen geht weg. Dann kann der auch weg, aber guck mal, den kann man drehen. Oh. Oh, ich sehe euch. Oh mein Gott, wie cool. Richtig enthusiastisch. Ich mag das. Ich auch. Okay, dann würde ich sagen, die Camper können wir weg. Gute Idee. Gute Idee. Hier sind die 2 Euro, die wir so gesucht haben. Ja, Steve hat was bereitgelegt und jetzt habe ich mehr. Auch darüber reden wir noch. Ich habe die ganze Zeit 2 Euro gesucht, habe sie gefunden und dann irgendwie waren sie wieder weg. Jetzt weiß ich, du hast da was draufgestellt, damit ich sie finde, ne? Okay. Der Lego-Katalog kann auch weg und wir öffnen das Ding. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe tatsächlich kein richtiges Lego-Duplo-Set. Den blauen habe ich irgendwo gefunden. Yay. Yay. Da war Feuer, ist durchsichtig. Okay, Kiste ist leer, Kiste kann weg. Kann ich was mitmachen? Ja, wir basteln irgendwas aus der Kiste, ja, ganz sicher. Wir haben ein Zelt. Ich bin gespannt, wie das Zelt halten soll. Aber okay, wir haben ja eine Anleitung. Das ist eine gute Idee. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Ich glaube, an diesem Set brauchen wir eigentlich keine Anleitung. Okay, außer fürs Zelt vielleicht. Aber mal gucken, wie die aussieht. Ich habe echt keine Ahnung, wie so eine Lego-Duplo-Anleitung aussieht. Ob da auch die Steine vorgegeben sind oder nicht. Warte. Wir fangen mit Seite 1 an, oder? Wir kennen sowas nicht. Nee, ich nicht. Ich nämlich auch nicht. So, Lego Duplo, guck mal, wir haben hier Zahlen. Wir haben Frozen, tatsächlich beinahe wäre es Frozen geworden. Ja, aber ich habe Mitspracherecht. Ja. Ich gucke ganz oft den Frozen-Song und das Frozen 2 Film. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen oder letzten 2 Wochen, ich habe den so oft geguckt. Ey, wirklich, ich habe den heute Morgen geguckt, ich habe den gestern Abend geguckt, ich mag das Lied. Ich würde sagen, Ende Frozen. Ich höre das Lied den ganzen Tag. Also in meinem Kopf, das die ganze Zeit, hintereinander weg. Guck mal, ein Kanu. Das wird schwimmen. Das werden wir auch probieren, ob das schwimmt. Das schwimmt bestimmt. Also, da gehen wir von aus. Also werden wir noch mit Wasser plämpern. Yay. Yay. So, wir haben einmal die Figuren, ein Auto. Ja, ist okay, eine Geschichte. So. Ich halte gleich auf Flugmodus. Da brummt ständig. Ja, da brummt ständig. Das Gute ist, wir haben hier, glaube ich, keine Sticker. Ich bin da mal ziemlich sicher. Warte, guck, keine Sticker. Wow, keine Sticker. Jetzt bin ich traurig. Puff. Er hat mich angefahren. Ich habe dich nicht angefahren. Also, Pity, du wolltest es bauen. Hier. Ich wusste, dass das Teil daran kommt. So, okay, jetzt muss was. Grün. Ich hab's gefunden. Okay. So, hüpf drauf. Yay, guck mal, ich kann fahren. Ah, warte, Steve, mach mal ein Rennen. Hast du ein Auto? Hol dir ein Auto. Ich hab, warte. Okay, fertig. Schieb mich an. Okay. Wer denkt, das ist ein Quatschvideo? Nein, das stimmt nicht. Guck mal, das Set ist nicht ab 2 Jahre, sondern es ist ab 2 Personen. Und wir zählen mal durch. 1. 2. Okay, siehst du, wir sind zu zweit. Passt.
Wir sind alt genug und wir sind erwachsen genug dafür. Das Gute ist, ich kann es nicht kaputt machen, weil es ist robust. Für dasselbe Geld, also für diese 19,34 € oder für diese 30 Euro im Katalog, bekommt man auch ganz viel alternativen Klemmbausteine. Aber wir mischen ja alternative Klemmbausteine nicht mit unseren Lego, also kam das gar nicht in Frage. Genau, ich hab ein Auto, guck mal. Ja, okay. So, das Teil brauchen wir, Petit. Warte, 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 warte. Ich hab's gefunden. Ja, ach nee. So, warte, okay, hüpf drauf. Kanu, warte. Okay, wir machen das jetzt aber nicht immer, dass du raufhüpfst. Warte, ich klicke das mal fest. Gute Idee. Gute Idee. Boah, das hält aber massiv. Also wirklich, ich nehme alles zurück. Warte, warte, ich bin zu dumm zum Duplo bauen. Mich überrascht nicht. Wie, ab wann war das? Ja, ab 2 Jahre. So, Tüten öffnen. Tüten öffnen. Guck mal, hier waren 2 Kinder, die holen wir mal raus. Das ist einmal Kind 1. Wow, ein guter Name für Kind. Ja, ein guter Name für Kind. Und hier haben wir Kind 2. Hier haben wir einen Papa mit Bart. Hier haben wir eine Mutter mit Bart. Nein. Warte, kann man das machen? Nein, kann man nicht. Die sind auch sehr robust. Ich habe kein. Wie gesagt, das ist kein Lego-Test. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir so geholt und Pitti wollte es haben. Die können auch alle sitzen. Das ist mega. Wow. Warte mal. Warte, warte. Nicht spielen. Nein, nein, nein. Ich will nicht spielen. Ich will die bloß raufsetzen. Guck mal. Hua, die sitzen da drauf. Und. Oh, eine Kamera. Hua. Hua. Und, weißt du noch was Besseres? Warte, 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 warte. Ich will es holen. Guck mal, ein Eichhörnchen oder sowas. Ein Eichhörnchen oder sowas. Ja, ist wirklich niedlich. Okay, so. Hocker nochmal. Wo haben wir? Hier, die können nämlich auch drauf sitzen. Wow, ich find's mega. Ich auch. Ich auch. Und wir haben eine Gitarre. Und guck mal, eine Gießkanne. Wow, mega. Okay, machen wir weiter. Gute Idee. Gute Idee. Genauso werden wir jetzt auch aussehen, wenn wir das Zelt aufbauen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das halten soll. Ich bin echt gespannt. Oh gut, okay, mit den Zelten geht's noch nicht los. Dann können wir das. Wir können Bäume basteln. Ich leg drauf, du springst drauf. Gute Idee. Gute Idee. Ich habe schon ein bisschen runtergedrückt, hast du gemerkt? Habe ich gemerkt. Wir dürfen dich nicht kaputt machen. Du bist nicht der robusteste. Nur mal so nebenbei. Okay, ja, genau. Das ist eine gute Idee. Spring auf meine Hand. Das ist eine gute. Ziehen wir das jetzt so durch? Ja. Okay. Hey! So. Baum Nummer 1 ist fertig. Yay. Oh, Eichhörnchen. Warte, 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 warte. Hier ist es. Ich hab's. Ich hab's. Okay. So. Und da guckt das Eichhörnchen runter. Warum habe ich da Probleme, das drauf zu drücken? Ich stelle mich an wie so ein. Ich habe keine Ahnung. Wie so einer, der es nicht hinbekommt. Darf ich oder willst du? Ich will den letzten machen. Okay, das ist eine gute Idee. So, warte, warte. So, guck, der. Super. Nebenbei, warum gibt es hier eigentlich keinen Teiletrenner? Ist doch mega dumm. Wir brauchen einen Lego-Teiletrenner für Duplo. Warum gibt's sowas nicht? Also wir brauchen sowas nicht. Oh, guck mal, wir haben es gebaut, ohne raufzugucken. Wow, sind wir gut. Wow, schlag ein. Yay. Okay, das zählt. Ach du Jemini. Ernsthaft? Okay, jetzt bin ich echt. Ich hab. Oh, okay. Ne? Das war's schon? Wartet, ich übe noch, ich guck's mir an. Ah, okay, nee, warte, doch hier. Hier ist oben. Ich habe oben gefunden. Yay. Okay. Ich habe es mir schwerer vorgestellt, aber der Stoff ist, glaube ich, relativ gut haltbar. Ist da eigentlich eine Wäscheanleitung bei? Nee, aber ich glaube es. Wie fühlt sich's an? Wie Stoff? Auf jeden Fall robuster als diese Stoffschränke. Hier, ich habe diese Stoffschränke schon mal gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das Leute, diese Stoffschränke, wo man Schuhe reinmachen kann oder sowas. Die kosten nicht viel, Stänge und Stoff drüber. Die lösen sich bei mir auf. Das ist krass. Nach 2 Jahren kann man, ist das wie Taschentuchpapier. So einlagig. Man kann da richtig durchgreifen. Das ist krass. Also das fühlt sich richtig robust an. Ich glaube, das wird länger halten. Es muss sich natürlich noch ein bisschen entfalten. Warte mal, wir setzen irgendwas rein. Ein Baum. Nee, warte, wir setzen jemand rein. Komm, komm, hier, komm. Die Kinder, die spielen im Zelt. Eine gute Idee. Ist ja auch sehr, sehr sonnig und warm hier draußen. Ne? Wegen hitzig und so. Hitzig und so? Ja, wegen der Hitzestrahlen, wegen Sonnenstrahlen und so. Und Sonnenbrand. Ja, genau. Genau. So, die sind jetzt im Zelt und die gucken Fernsehen. Also die habe jeder, jedes Kind hat ein Tablet. Die gucken Netflix oder YouTube oder sowas. Oder sowas. Guck mal, die müssen arbeiten. Ja, die müssen arbeiten. Die haben sich Stühle gebastelt, glaube ich. Zack und zack. Und Lagerfeuer, ganz wichtig. Lagerfeuer? Warte, warum ist hier keine Erklärung, wie ich das Lagerfeuer baue? Ach, das ist.
Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht angehen. Ich hätte nie gewusst, wie ich das baue. Das wäre am Bild von diesem Set, hätten wir das nie rausbekommen, wie man das Lagerfeuer baut. Das wäre gar nicht gegangen. Ich weiß auch nicht. Guck mal, wo soll das Weiße herkommen? Das Weiße hier, das ist gemalt. Nein, nein, nein. Doch. So. Und schon wieder brummt was. Was brummt jetzt schon wieder? Irgendwas brummt die ganze Zeit. So, und der Kochtopf steht hier. Steht da vorne. Ist auch ein Ding. Na gut, so ist die Flamme da. Wow. Was? Wartet. Waldbrand! Wow. Wow, wir brauchen eine Feuerwehr. Warte. Ich hole Wasser. Nein. Wartet, so. Bevor die Pitti wieder Wasser holt oder sowas. Nein. Wir holen nachher wirklich Wasser. So, zack. Und zack. Tatsächlich sind wir schon fertig. Wofür ist die Blume? Achso, die ist so blau. Die ist so da. Zack, eine Blume. Eine Blume. Da. Seht ihr die? Da. Ein Pink. Ist nicht so richtig pink, ne? Ist so ein Orange-Pink-Gemisch. Ich find's okay. Ich auch. Wir müssen natürlich nochmal die Kamera uns angucken. Wow. Eine Kamera. Und die können die sogar mit beiden Händen festhalten. Wie cool ist das denn? Wow. Und die können durch den Sucher gucken. Guck mal. Wow. Ich sehe euch. Knips. Warte, guck mal. Knips. Knips. Okay. Und die stehen sogar mit der Kamera. Guck mal, die sind gar nicht, weil die so große, schöne Füße haben. Das ist ja perfekt. Das ist ja mega. Aber wir haben ja noch eine Gitarre. In einer Hand. Und wir können die Hand auch drehen, glaube ich. Ich nehme alles zurück, ich weiß es nicht. Ich drehe da nichts. Man kann die Hände nicht drehen? Nee, ich drehe da nichts. Okay, gut. Also wir können die eine Hand so machen, dann kann er so quasi tragen, durch die Gegend, so quasi, ja, ich bin ein Gitarrist und trage meine Gitarre am Griff. Oder ich halte sie so. Ha! Ja, genau so wird das Lied ausgesungen. Oder besungen. Warte, guck mal, der steht hier drauf. Ha, der hat eine Bühne. Ah, warte. Okay, das hält nicht so doll. Ist nicht so schlimm. So, guck mal. Oh. Eine Bühne. Mit Meerwald. Ist wie Meerwasser, salziger Wald, ist einfach Meerwald. Meerwald. Ja. Wasser ist süß, Meerwasser ist salzig, Wald ist süß, Meerwald. Okay, bevor ich mich hier weiter verrenne, ja, guck mal, die freuen sich, der singt. Das ist ein Konzert. Wow, mega cool. Mega cool, weg vom Feuer. Oh, weg. Nicht, dass das Zelt brennt. Naja, wo ist das Auto? Wo ist das Auto, genau. Wir wollen jetzt mal gucken, wie die ins Auto passen. Wer soll steuern? Ich würde sagen, Sie. Frauen fahren besser. Kann ich nicht sagen. Ich kann nicht fahren. Von dem her wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Das ist doch völlig wurscht. Wie passen die da am besten rein? Also ich will die schon alle reinsetzen. Ne? Das ist klar. Guck mal, da hast du sogar Pedalen angedeutet. Das ist ja mega. Das ist mega, mega. Ja, was ist besser als mega? Mega, mega. Okay, wir gucken mal, wie haben wir da Platz? Passt das, wenn die da stehen? Geht das? Das geht nicht. Warte, ich muss mal was ausprobieren. Nee. Warte, bin gleich wieder da. Oh, jetzt kommt ein Schnitt. Schnittende, ich hab's hinbekommen. Also sie passen rein, aber nicht, dass die Kinder können nicht sitzen. Quasi gucken raus, wenn sie rausfahren. Wow, mega cool. Aber es würde rein technisch passen. Ansonsten sitzen sie da oben. Auch eine gute Idee, aber warte, okay, wir müssen ja eigentlich quasi die Gießkanne, die muss ja noch hier befestigt werden. Okay, das passt soweit auch. Dann das Feuer bleibt ja da, weil das entzündet man ja im Wald, die Kamera. Die Stühle müssen noch rein, warte, ganz wichtig, Stühle, die müssen ja quasi ihr Zeug wieder mitnehmen, was die quasi benutzen für die Reise. Warte mal, die Gitarre machen wir mal hier rein, zack. Und die Kamera, die passt doch, nee, wir machen es anders, warte. Kann man das, wo ist das kompatibel? Tada! Ha! Das ist ja super! Warte, ich habe eine richtig gute Idee. Zack! Das ist nämlich eine Dashcam. Wenn die jetzt einen Unfall bauen, dann haben die quasi Beweise, dass sie nicht dran schuld waren. Ha! Mega cool! Mega cool! Mega cool! Oh, das Set muss da noch rein. Bildungsauftrag, yay! Wenn ihr in den Wald seid, nehmt das Zeug mit, was ihr mit reingebracht habt. Ganz wichtig, weil wenn das jeder macht, sieht es halt echt schlecht aus. Das ist nicht gut. Wartet, ich überlege noch, wo ich das ranmachen kann. Aber ich bin so krass anderes eingefallen. Wow. Wo? Guck mal, man kann das bestimmt auch koppeln. Nee, ich hab's leider nicht. Also man kann bestimmt auch Züge rankoppeln oder was weiß ich was alles. Aber das Zelt, ich will es jetzt nicht. Ah, ich kann es zumindest ein bisschen rollen. Wartet. Das geht. Warte, ich habe noch eine andere Idee.
Ich krieg das hin. Ich will das da irgendwo reinkriegen, damit die wirklich ihr Zeug mitnehmen. Das ist wichtig. Tada! Das ist auch super. Ist auch total verkehrssicher und so, wenn die so durch die Gegend fahren. Ich bin da Veto. Nein, nein, kein Veto. So, hui. Ich finde es super. Räder sind übrigens nicht gummiert, falls es wichtig ist. Ah, komm, hier muss ich auch wieder rausholen. Ist das so gewollt? Ich habe es immer die ganze Zeit abgerubbt. Ist ja cool. Ist das dumm? Okay. Ja, ich habe es die ganze Zeit so quasi. So. Ja, es ist ja okay. Gut, ich muss jetzt nochmal rumbauen. Ha, dann kriege ich es vielleicht anders hin. Aber ich glaube nicht. Also der Mann hat quasi nur hier mit reingepasst oder kann man da irgendwie noch. Warte, warte. Oh, das ist ja viel besser. Was? Ja, ha, ist ja viel besser. Ja, es passt. Also Leute, es passt richtig rein. Da, guckt euch das an. Es ist mega. Die passen alle rein und können rausgucken, können Auto fahren. Das ist cool. Ich bin leicht zu begeistern. Das ist cool. Ich habe jetzt schon mit dem Set mehr gespielt als mit den meinen anderen Modellen. Das ist gruselig. Wartet. Ich will auch mitspielen. Ja, warte, du kannst zumachen. Gute Idee, ich mach zu. Alle sind drin. Und haben Spaß ihres Lebens. Das ist doch cool. Ist doch mega. Also ganz ehrlich, welches Kind mag das nicht? Ich finde es lustig. Wie heißt der eigentlich? Sans 3T. Also, ach, Sunset. Ja. Ich hab überlegt, ja, okay, ja, Sunset. Es ist, ja. Ist doch, ach, ganz ehrlich, ist doch mega. Wie kann man das eigentlich irgendwie draufsetzen? Oder hält das? Ist das kompatibel irgendwie? Nee, nicht wirklich. Auch nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber, was können wir noch machen? Warte, wir bauen hier. Komm, ganz ehrlich, wir haben Lego Duplo. Wenn man irgendwas aus Lego Duplo baut, dann sind es Türme. Ja. Genau. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, kein Lego-Duplo gehabt, aber ich hatte mal, klingt gut, die leben noch. Das Boot kommt dann ganz da oben. Cousins und so und Cousine und, also, hier habe ich immer noch, hier habe ich gesagt, jedenfalls, die hatten tatsächlich Duplo und ist schon, also man kann hohe Dinge draus basteln. Das ist lustig. Hohe Dinge sind wichtig. So. Ah, ich hab's gleich. Ich will alles verbauen. Okay. Nee, es geht. Gut. Warte. Man sieht's, oder? Man sieht's mega. Warte, ich kipp's mal um. Also diese kleinen Sitzfüßchen, die halten nicht ganz so viel aus. Weil die haben ja keinen Brick in der Mitte oder so eine Hülse, so eine Röhre. Röhre klingt gut. Röhre klingt mega. Aber ansonsten, es ist doch top. Ich mag's, ich find's lustig. Ich auch. Das musste sein, ne? Klar, wir wollen doch gucken, ob es schwimmt. Gute Idee. Ich habe es schon wieder abgerubbt. Aber es ist ja nicht so schlimm. Lego Duplo ist sehr, sehr stabil, wie ich mitbekommen habe. Also, ich habe es die ganze Zeit abgerubbt wie ein Depp. Das war ich jetzt. So, wir wollten gucken, ob das schwimmt. Aber wir müssen das Ding ja auch beladen. Also, und wir wollen ja alle mit drauf kriegen. Es muss ja gehen, ne? Die wollen ja alle in das Boot. Wie machen wir es? Ich hab 4 Bricks. Oh, warte, das kriege ich das hin? Wenn ich die da an der Seite positioniere, spare ich Platz. Leute, macht doch mal Platz da. Ihr habt 2 Kinder, die müssen da alle Platz finden. Ah, ist doch super. Die stürzt fast raus, aber ist ganz ehrlich, ist super. Die guckt, da sind Fische. Warte, wir brauchen Fisch. Ich habe keinen Fisch. Warte, hier, guck mal, ein schwimmendes Eichhörnchen. Das Auto fährt weg. Warte, ich sitze. So. Ja, es ist ein Eichhörnchen, was im Wasser schwimmt. Oh ja, unser Video wird so realistisch. Ja. Warte. Wollten gucken, schwimmt. Wir holen jetzt Wasser. Wir holen jetzt Wasser. Also ich. Andere Perspektive und die Schüssel ist zu klein. Also wir holen andere. Wir holen eine andere. So, willkommen zu meiner Yum-Yum-Nudeln-Schüssel. Die ist super, die ist für sowas gedacht. Die ist mega, ne? Deckel drauf, das ist perfekt. Aber wir wollen mal gucken, ob es schwimmt. Tatsächlich, ich bin mir echt nicht so sicher, weil ich habe es ganz schön vollgeladen. Und es. Nein, die sinken gleich zu Boden. Ist auch nicht so schlimm. Warte, wir machen mal weniger rein. Oh, ja. Mann über Bord!
Wartet. Nee, das ist ich. Das könnte alles sein. Es könnte auch das Mädchen sein. Also Person über Bord. Wartet. Es kippt. Warum kippt das? Es kann doch nicht sein, dass es kippt. Ist doch alles gleichförmig. Okay. Also nein, es schwimmt nicht. Letztendlich ist das. Warte, vielleicht kann ich die Luftblasen da ein bisschen rausdrücken. So ein bisschen. Ich werde es gleich mal im Waschbecken probieren. Aber ansonsten, letztendlich ist es wurscht. Das Gute ist, bei Lego Duplo, wenn man in der Badewanne mitspielt, kann man nicht so viel im Ausguss verlieren, wenn man es abpumpt. Das ist bei kleinen Lego-Teilen doch ein anderes Problem. Ja, finde ich auch. Seid ihr eigentlich spülmaschinenfest? Okay, so viel dazu. Das ist der Schwimmtest gewesen. Ich werde es gleich nochmal im Waschbecken probieren und werde euch dann einblenden, ob das schwimmt oder nicht. Aber letztendlich, vielleicht reicht ja, wenn das untergeht und die Reling ist vielleicht luftgefüllt. Ich glaube nicht, sonst steht's drauf. Glaube ich auch. Guti, das war jetzt ein kleines Lego Duplo Set von Lego. Ja. Also ganz ehrlich, ich hatte Spaß bei. Ich finde es lustig. Ich weiß nicht, wie viel Duplo wir wirklich ab und zu mal testen. Willst du dir noch was anderes holen? Ja, Okay, wir überlegen uns das noch. Ist ja, wir sind kein Lego-YouTuber oder sowas. Da gibt es ganz andere Kanäle, die das hochprofessionell betreiben. Wir machen das aus Gag. Guck mal, es schwimmt. also wirklich, oder? Eigentlich ja. Also ich kann es runterdrücken. Also irgendwie schwimmt schon. Also, warte. Ich finde schon. Ich werde das gleich mal austesten, ob nicht eine Ecke noch mit rankommt oder nicht. Gute Idee. Nee, nee. Also wie gesagt, ich blende es ein, ob es geht oder nicht. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag. Ganz ehrlich, wollen wir mehr Wasser holen? Warte mal. Ah, ich kann es ja waschen. Scheiß drauf. Jetzt ist er runtergegangen. Ja, warte. Also gut, wenn Luftblasen drunter sind, ist es schlecht. Aber jetzt habe ich ja Wasser drin. Ich glaube, es ist auf dem Boden. Wir gucken gleich nochmal nach, ob es geht oder nicht. Genau. Ich gehe ins Bad. Ciao. Bleibt immer happy, lasst euch nicht ärgern, macht lustige Sachen, die euch Spaß machen und gefallen. Könnt ihr eigentlich das auch in die Hand nehmen? Ah, so geht's. Oh, guck mal, das ist ja mega. Okay, ciao, ciao, macht's gut, bleibt immer happy. Bleibt immer happy. So, nee, wir konnten sich so enden lassen. Ja, also wir haben es nochmal probiert. Nein, es geht auf jeden Fall unter. Egal, was man macht, es geht auf jeden Fall unter. Man kann natürlich mit jede Menge Klötzchen das Ding so hochbauen, dass man sagt, okay, es schwimmt dann quasi. Ganz bestimmt. Nein, aber letztendlich ist es auch völlig wurscht. Man hat es ja in der Hand und spielt damit. Genau wie du. Genau wie ich, guck mal, ich bewege mich. Okay. Das Video geht auch noch weiter, weil guck mal, ich hab was für Pitti geholt. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Guck mal, es bewegt oh. Ist Steven klug? Guck mal, er sagt nein. Also, ganz ehrlich, ich musste das holen. Kumpel war dabei. Er sagte, ja, es ist Stoffhänger. Ja, es ist auch. Aber ganz ehrlich, es bewegt sich und es sieht aus wie Pity. Er sieht aus, guck mal, der hat ein Herz auf der Stirn. Oh mein Gott, du bist so cool. Ja, ein chinesischer Laden oder japanischer Laden, taiwanesischer Laden, ein Kramladen, ein lustiger Kramladen, das Personal, ich mag die, 3 Euro. Und ganz ehrlich, das musste ich mitnehmen. Es ist doch mega, oder? Auf jeden Fall. Und sie bewegt sich. Oh, guck mal. Okay. Können wir eigentlich irgendwas draufsetzen, das mich bewegt hatte? Nein, nein, nein. Nein, jetzt wird es auch nass. Musst du immer was kaputt machen? Nein, nein. Da, guck mal. Oh. Tick-Tack, das nervt sogar. Ja, kennt ihr das? Man hat so ein Ding auf dem Fensterbrett. Ich habe noch ein paar andere, so eine Blume oder sowas. Und wenn so richtig die Sonne strahlt, sind die Dinger richtig laut, weil die gefühlt bis zum Anschlag sich richtig hochkurbeln. Also, ja, die ticken dann. Der bleibt hier stehen. Ja, ist eine gute Idee. Nicht im Schlafzimmer. Nicht im Schlafzimmer. Warte. Oh, warte. Wir müssen noch ein Bild mitmachen. Ciao, ciao. Mach's gut. Lass dich nicht ärgern. Bleibt immer happy.